Klappe die Dritte. Hallo, liebe Camper. Wir haben den 7. Mai und wollen ein bisschen in Spreewald ein paar Tage oder an die Müritz oder wohin es uns treibt. Werdet ihr ja sehen, wir nehmen euch mit. Noch was? Ich bin auch gespannt, wohin ich geführt werde. Ich weiß es noch nicht. Das ist das Geheimnis von Silvia. Die hat nur gesagt, setz dich da hin, wir fahren jetzt. Es ist ja auch kaum Unterschied, ob Spreewald oder Müritz. Ich glaube, es könnten 120, 130 Kilometer inzwischen liegen. Das ist ja gleich um die Ecke. Ja, so wie in Augen muss man ja sagen. Also, schönes Wetter soll kommen, also lassen wir uns mal überraschen. Bis dann, ciao. Hallo Camper, wir sind aus Spanien zurück und haben eigentlich für diesen Sommer erstmal keine festen Pläne. Machen aber sicherlich hier und da Fahrten sozusagen für Kurzentschlossene. So auch jetzt. Wir verabschieden uns aus Niedersachsen, fahren jetzt nach Sachsen-Anhalt rein, wo wir jetzt die frühere Grenze passieren. Hier links diese Säule in der Mitte, da gehören eigentlich noch Hammer und Zirkel rein in diesen Kreis. Wir kommen jetzt an der Gedenkstätte Marienborn vorbei. Für Leute, die diese Anlage noch nicht kennen, hier aber mal vorbeikommen, kann ich nur sagen, fahrt mal rechts ran, packt euer Auto und guckt es euch wenigstens mal an, was das für eine gigantische Grenzanlage gewesen ist. Hier rechts sind wir jetzt in dem Bereich, da ein Kontrollturm, da gibt es Brücken, von wo aus dann beobachtet wurde, ob vielleicht einer auf dem LKW-Dach liegt und was nicht alles da beachtet wurde und Rammböcke und was nicht alles. Es ist schon gigantisch, was damals da aufgebaut war. Wir passieren den Bereich, fahren auf der A2 weiter. Unsere Strecke führt dann auf den Berliner Autobahnring. Das ist dann die A10, die wir befahren. Von der A10 geht es dann nach kurzer Zeit ab auf die A13 in Richtung Spreewald. Die A13 verlassen wir dann auch noch mal für ein paar Kilometer. Das wird dann zum Schluss die A15, bis wir dann an der Abfahrt Burg ankommen. Wir hatten uns für den Kneipp-Erlebniscamping an den Spreewaldfliesen, so nennt sich der Platz, entschieden. Hier biegen wir ab auf die A13 in Richtung Cottbus. Bevor wir dann Burg die Autobahn verlassen, da ist dann so ein paar Kilometer, das ist die A15, das ist aber kaum die Rede wert, was man da noch an Strecke zurücklegt. Hier sind wir an der Abfahrt. Wir müssen links abbiegen, folgen der Beschilderung. Die Straßen lassen sich auch mit größeren Fahrzeugen eigentlich gut befahren. Hier und da sind auch ältere Straßen mal dabei. Da ist es mal ein bisschen enger. Auch die Alleen sind ganz schön, die man befahren kann. Hier und da sind es dann wieder die Bäume, die dicht an der Fahrbahn stehen. Aber unterm Strich überhaupt keine Probleme, auch mit größeren Fahrzeugen, über die ausgeschilderte Strecke in Richtung Burg zu fahren. Wir sind auch durch ein paar Orte gekommen. Hier und da gab es auch noch alte Straßen, so wie hier. Da ist Betonplatten unter. Das war dann das Gefühl, als wenn man wie früher mit der Eisenbahn unterwegs ist. Bubum, 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 ging das immer. Da ist also nur eine dünne Schwarzdecke drüber gezogen. Wie gesagt, wir folgen der Beschilderung Richtung Burg und kommen hier und da an alten Gebäuden auch noch vorbei, die es da gibt. Es ist eben noch nicht alles auf dem neuesten Stand, aber ich denke, das gibt's auch hier. Folge dürfte das wohl sein, immer noch von Eigentumsverhältnissen. So kann ich mir das vorstellen, dass da noch nicht alles so saniert ist, wie wir es eigentlich hier kennen. Wir sind jetzt schon auf der Strecke, an der der Campingplatz liegt. Und zwar geht es hier links rein. Da ist ein größeres Schild. Wir fahren
in dieses Waldstück hinein, müssen dann nochmal links abbiegen und sehen da schon das erste Gebäude. Es handelt sich dabei hier links um eines der Sanitärgebäude. Es gibt zwei Stück auf dem Platz. Hier an diesem Gebäude befindet sich auch die Entsorgungsstation. Wir fahren dran vorbei und kommen dann rechter Hand zu zwei Gebäuden. Das eine ist die Rezeption mit einem Restaurantbetrieb und links daneben das längere Gebäude. Das ist ein weiteres Sanitärgebäude, das ist etwas größer. Wir haben uns angemeldet, müssen dann ein bisschen zurücksetzen, damit wir gerade auf diese Schranke zukommen, weil die Kennzeichen abgelesen werden, damit die Schranke sich dann öffnet. Der Platz insgesamt ist verhältnismäßig groß, die Stellplätze sind auch verhältnismäßig groß. Was wir haben, man sieht es hier schon, einen geschotterten Weg und rechts und links sind Rasenflächen, die aber befestigt sind. Die lassen sich gut befahren. Da gab es überhaupt kein Problem. Wir hatten morgens da durch die kühlere Nächte natürlich Feuchtigkeit. Das war dann nicht so schön, in dem Rasen da rumzulaufen. Da ging das dann schon ganz schön durchs Schuhwerk. Aber das ist eben normal bei Rasenflächen. Das, denke ich, kennt ja jeder. Wir haben unseren Platz erreicht. Wir liegen in der Zone B. Der Stellplatz ist die Nummer 8. Hier jetzt ein Übersichtsplan. Leider gibt es nicht überall Internet. Das gibt es nur in den beiden Parkstreifen, die im Prinzip der Rezeption gegenüberliegen. Das ist zwar nicht ganz so schön und bei den Preisen, die da auf dem Campingplatz genommen werden, habe ich da eigentlich auch eher wenig Verständnis für, dass das nicht überall vorhanden ist, das Internet, denn billig ist das dort nicht. Hier ist jetzt eine Entnahmestelle für Wasser, auf der anderen Seite ist der Stromanschluss, das ist alles so ein bisschen, naja. Man muss sich also einen Zähler mitbringen von der Rezeption, wenn man anstromen will. Der kostet also extra zu den sowieso schon hohen Gebühren, muss ich einfach nochmal sagen. Hier ist jetzt nun das größere Sanitärgebäude. Links haben wir einen Eingang. Da kommen wir an den Abwaschraum. Er ist nicht sonderlich groß, aber es ist ausreichend. Ich habe da nie bemerkt, dass es da Gedränge gibt, obwohl der Platz eigentlich schon verhältnismäßig gut belegt ist. Eine Tür weiter, da gibt es auch Waschmaschine. Die kann ich allerdings nicht zeigen, den Raum, der ist verschlossen. Man muss sich den Schlüssel an der Rezeption abholen, um da reinzukommen. Also da weiß ich nicht, wie es drin aussieht, ob es ein oder zwei Maschinen sind und ob es schnelle Maschinen sind oder Maschinen, die 2 Stunden brauchen. Dazu kann ich nichts sagen. Hier sind wir nun im Sanitärbereich. Man hat einen Transponder bekommen. Dafür mussten wir 15 Euro Sicherheit hinterlegen. Den muss man, wie eben gesehen, vorhalten, damit man dann Zugang in den Waschraum kriegt. Man kann es schon sehen. Es ist modern gefliest, moderne Anlagen, es ist nicht besonders groß, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass das schon mit Liebe eigentlich hergestellt ist. Hier und da gibt es dann Kleinigkeiten, die als Deko hingestellt sind. Das Schuhregal, um dann in den Bereich für die Duschen zu kommen. Die Waschbecken, man sieht es, ist also doch schon wirklich nett hergestellt. Hier nochmal ein Waschbecken, wo man sich drin einschließen kann. Wer es braucht, okay. Und hier linker Hand haben wir insgesamt 4 Duschen. Ich öffne mal eine Tür und man kann schon sehen, es ist ein schmaler Schlauch. Ich habe das mal
so überschlägig mit den Fingern ausgemessen, das sind ungefähr 80 Zentimeter. Beim Duschen, für die Sachen, die man mit hat, dieser Spritzschutz, den es da gibt, der ist nicht besonders groß. Man hat also schon ein Problem, dass die Sachen trocken bleiben, die man da hinhängt. Ich glaube, aus 4, 3, das wäre sinnvoller gewesen und sicherlich auch ausreichend. Wir sind jetzt an einen der Fließe gegangen. Da gibt es auch einen Kahn. Fahrten werden dort angeboten. Jeden Tag sind es 3 Stück. Zeiten sind angeschlagen auf einem Schild. Da kann man das dann ablesen. Wir haben mal nachgefragt zu dem Zeitpunkt. Es war ein Wochenende, war allerdings schon alles ausgebucht. Wir sind dann da auch im Restaurant essen gewesen. Die Bedienung ist sehr nett und freundlich. Es war auch lustig. Das Essen war auch gut, kann man nichts zu sagen. Hier rechts ist das Sanitärgebäude. Da hat man eine Bank, Infomaterial, dass man sich da dann durchlesen kann. Da geht es hauptsächlich nicht um den Platz, sondern um das, was man da auch im Ort machen kann. Hier nochmal ein Bild von der Entsorgungsstation. Man sieht, da kommt man mit so einem Fahrzeug, wie wir es haben, nicht drauf. Aber es gibt da im Hintergrund rechts, sieht man es, einen Trichter mit Schlauch. Den kann man dann unter das Fahrzeug schieben, damit das Abwasser abgeleitet wird. Hier sind wir im Ort Burg, an einem von den Fließen, wo die Abfahrten sind. Wir haben keine gemacht. Es war ziemlich frisch an dem Morgen und wir haben uns gedacht, wenn wir da noch unterwegs sind auf den Kanälen, da wird es noch frischer. Warme Sachen hatten wir nicht mit und insofern haben wir also auf die Fahrt verzichtet. Wir sind dann noch ein bisschen durch den Ort geradelt, haben uns den angeguckt. Also der Ort Burg bietet für jeden was. Da kann man also durchaus sich mal aufhalten für ein paar Tage. Wir hatten das auch vor, allerdings wurden es dann doch nur 2 Übernachtungen. Wir sind dann weitergefahren. Silvias Bruder hatte sich gemeldet aus dem Bereich Leipzig und da hatten wir dann entschlossen, wir fahren da mal runter. Ja, das war's aus dem Spreewald. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Auf den Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!